Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Blix ist online. Ich mag nicht zu sprechen. Ich bin halt ein bisschen schlecht gelaunt, weil Golden Valley. Dafür brauche ich so Quests. Und irgendwie kriege ich die nicht. Sag nur nice, aber ja. Der Ferdinand auf dem Pferdemarkt hat auch noch eine Quest für uns. Ich habe mir gedacht, das machen wir ein anderes Mal, weil ich jetzt einfach Lust auf die James Quest sag ich mal. Ja. Ich bin auf der Wonderheart. Was soll ich da noch kurz zu sagen? Wonderheart. Mein Jahrwechsel war also mein erstes gekauftes. Ich weiß nicht, was ich da noch kurz zu sagen soll. Also ja. Halt mach einer. Es scheint so, als wäre der Film Feuchtigkeit ausgesetzt worden. Da ich nur ein einziges Foto entwickeln konnte. Aber was für ein tolles Foto du von Günther gemacht hast. Was ist gar nicht deine Kamera? Ich glaube, du sollst mit Günther darüber sprechen. Zeig ihm das Foto. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mal so sicher, was hier abgeht. Aber ich hoffe so sehr, dass das hier danach darauf zurückzuführen ist, dass wir ich habe gehört, wir kriegen dann eine Quest. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen am Arsch. Ja, ich habe nur ich habe im Internet recherchiert. Wir kriegen einmal eine Quest, wo Helga, Günther und Gretchen im Wald irgendwie grillen gehen oder so. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Auf jeden Fall. Ja. Was war mal dein Foto von mir? Was ich auch kann. Das ist noch der Mann, der dieses Foto gemacht hat. Ja, ich erinnere mich. Es war ein netter Herr, der Hilfe mit seiner Kamera brauchte. Als wir sie in Gang bekommen haben, hat er ein Foto von mir gemacht. Warum hast du jetzt die Kamera? Das ist jetzt die Frage. Was sagst du da? Aber er war so nett. Ich kann nicht glauben, dass er ein Wilderer ist. Aber er hat gesagt, dass er Angler sei. Ach der. Okay, das heißt, wir waren in Vale. Beim Vale sind jetzt sind wir hier gelandet. Okay, jetzt haben wir es. Vielleicht ist der Mann, nachdem du suchst, nach Hause gefahren. Er war genau wie ich ein Tourist. Während seines Aufenthalts habe ich ihn viel mit seiner Angelroute gesehen. Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Also ist es manchmal schwer zu wissen, was man darf und was nicht. Gibt es irgendwelche Informationen darüber, welche Regeln es bezüglich des Fischens gibt? Frage. Ich glaube, es kann hilfreich sein, sich über die Regeln zu informieren. Vielleicht kann James ja allen Touristen einen kleinen Einsprung über geschützte Arten auf diese Insel geben, wenn sie ankommen. Wäre vielleicht auch noch so eine Idee. James. Warte, ich will sehen. Ruf habe ich vor. Da. Wir hätten dann noch eine Quest bei dem guten Mario. Die Yarvik Rangers. Vergesse ich ständig. Verbindung beliebt. Okay, also noch nicht bewundert, aber beliebt. Isländer. Okay. Weißt du was, Marianne? Das hört sich gut an. Es tut mir leid, dass mein Touristen Ärger gemacht habe. Selbstverständlich werde ich sie in der Zukunft besser informieren. Grüße Herrn Anderson und sage, dass es mir leid tut. Okay, 35 XP. Momentan bin ich nicht so auf XP-Jagd. Ich habe, also hat jemand geschrieben. Also nicht mir, also wieder diese Hilfeseite. Hat jemand geschrieben, er sei Level 16. Und scheiße, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Können immer noch nicht nach Golden Valley. Das tut mir jetzt persönlich fast schon weh. Viele sagen, dass man die und die Quest gemacht haben muss. Aber ich. Ich habe mich verdrückt. Lol. Genau hierhin wollte ich. Und danach noch einen Ruf. Zu machen, weil der Scheiß hier hat viel mit dem Corona zu tun oder sagen zumindest Leute. Wer weiß, ich bin ja halt auch erst mit Level 17 in Epona oder 18, aber mit 20 das will ich jetzt nicht. Ich habe doch Wayle. Ach, okay, ist angefangen. Okay, es war ein Versehen, das kann ich mir noch nicht sagen. Leute, zum Herrn Anderson.
Hat noch eine Oma. Oh Mann, was für eine Geschichte. Der James hat wirklich keine Schuld daran. Es gibt ja nicht mal Schilder, die darauf hinweisen, dass Fischen hier verboten ist. Sammle Holz. Willst du mir helfen, Schilder zu machen? Ich weiß, dass ich alles habe, um Schilder zu machen. Aber auch ganz unorganisiert, wie ich bin, kann ich Hammer, Nägel und Holz nicht finden. Alle guten Dinge sind drei. Willst du ein drittes Mal, um den Seereifen diesmal nach den Materialien zu suchen? Ach. Können wir es nicht einfach alles aufs Mal finden? Ah, dein Lachs geglitzert. Aufsammeln? Ach, vier Sachen. Ach, dann sind zwei davon Nägel. Ah, nee. Anderson so ist. Ich sage jetzt, dass ich irgendwie über. Aber das weiß ich jetzt. Wir haben ja noch diese Quest mit dem Apollo. Ja, es läuft. Und ja, um hier passieren. Wie war's dann? Das Ganze ein bisschen anders. Geht's, Leute. So macht man's. Nee. Und so macht man's nicht. Ja, klar. Übers Wasser springen kann ich. Aber sowas kann ich nicht. Lol, was läuft? Geht ab. Wenn ich so müde bin, um 6 Uhr. Vielleicht. 7, 8. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin. Ja, früh aufgestanden. Und oh mein Gott, das hat mich jetzt echt müde gemacht. Ich habe bis jetzt einfach recherchiert. In Golden Valley. Scheiße. Na, dann ging ich kurz zu meinem Stall. Der Rucksack ist voll, also muss ich wohl ein bisschen was ausschütten. Unter anderem halt auch vom Dino-Tal. Also eigentlich bin ich in den Heimstein gegangen, genau deswegen, weil ich mir gedacht habe, es ist zu voll. Aber nee, dann muss ich sowas bescheuertes machen, wie Pferd wechseln, aber ist auch so sauber. Den Rest nicht. Nee, die Stiefel bleiben bei mir. Das meiste hier oben. Nee, der kommt weg. Der bleibt eine Bombe. Hier haben wir noch eine dicke Jacke. Die brauchen wir. Die GD-Top brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die Hose aus der Rock. Wohl eher nimmer. Schwarzes Farbenkleid oder was auch immer. Nee, das brauchen wir auch nicht mehr. Was ist das für ein Hut? Jennas Helm. Bei dem denke ich auch so. Ich brauche ihn nicht mehr. Nee, der Druidenhut bleibt. Also ich sortiere mal hier hin, was wir also brauchen.
Schau mal, dieses Sofa. Für künftige Benutzung. Für künftige Benutzung. Das heißt für mich ganz klar: Star Stable will. Nee, Star Stable will Wohnungen machen. Für mich jetzt ziemlich klar. Oder ich habe zumindest das Gefühl. Das hier habe ich mir heute geangelt. Die alten Hufeisen müssen weg. Die habe ich auch weggetan. Lol, was läuft? Warum kann ich diese scheiß Hufeisen nicht hier hin tun? In den Müll kann ich es tun. Lol. Ach, wir haben Ausrüstung. Okay, scheiße. Dann pack ich dann mal hier hin. Ach, okay. Hier geht's jetzt. Die weiß nicht, habe ich mir beim Pferdemarkt geholt. Heute ist Samstag. Oh. Sag uns. Rustikaler Gitter. Was mach ich? Was mach ich denn? Okay, hier hinpacken. Kappe halte ich. Geil. Oh Scheiße. Pack ich diese Kleidung. Item. Ach, Ausrüstung. Also wenn es bei den anderen Sachen nicht geht, dann wird's wohl langsam klar, wo es hin muss. Ich mach jetzt mal so groß Haus. Sag ich mal. Ich habe hier noch eine Satteltasche geholt. Was ist denn das? Möbelstück. Item. Ach, vielleicht können wir ja im Stall wohnen. Vielleicht machen die da, was ist das denn danach hier so einen großen Wohnraum, wo wir danach leben können. Wäre auch noch nice. Leute, das wäre cool. Ein Geschenk von Phyllis, die können wir auch wegpacken. Wegpacken. Ausrüstung. 2. Okay, Leute. Okay, Leute, das heißt. Na, was soll's, das ist ganz süß. Ach, was hätten wir jetzt, Leute? Ich wusste doch, dass ich irgendwo reingelaufen bin. Warum bin ich ja um mir passieren? Ja, Leute. Also, andere Leute haben Seite gefragt in Golden Hills und die haben halt auch sehr sehr oft vorgeschlagen, einfach hier die Sachen in der Umgebung zu machen, also was aus Jadaheim mit Epona zu tun, Silverglade Umgebung mit Golden Hills zu tun, Vale Lane mit Inutal, Figrove mit Nebenfall, so Leute. Weil, ich sag's euch jetzt mal ganz offen und ehrlich, es gibt so eine Quest namens Sommerhaus-Quest. Aber diese brauche ich, das ist so ziemlich die letzte Anforderung, die ich brauche, also an einer bin ich ja noch, um nach Epona zu kommen. Sommerhaus-Quest
Und wie beschreibe ich das jetzt? Also ja, Sommerhausquest. Jetzt bin ich überfordert. Lol. Nee, okay. Sommerhausquest, ja. Okay, und danach, dazu gehört auch, dass Gretchen danach sich verpisst. Und einfach mal so, ja, weggekundet. Und die verpisst sie unter anderem halt auch in den Goldblattwald. Und das ist danach sowas. Und der Goldblattwald ist in Goldenes Valley. Und Goldenes Valley kann ich nur freischalten mit dieser und dieser Quest. Ich glaube, das ist, was mir fehlt, ist irgendwie die Reiterarena zu putzen, oder? Nee, einen Hund zu holen für die Reiterarena. Und dafür muss ich die Reiterarena putzen. Und dafür muss ich beim Barney oder Mario oder was machen. Und dafür muss ich beim Lancen was machen. Und der Lance hat keine Quest für mich. Es ist halt auch so was. Gut, ich kümmere mich um den Rest. Ja, Leute, das ist doch nice. Ich gehe jetzt nach Vale, um zum Anwaltern zu gehen und die Quest dazu machen, glaube ich. Also nicht die Quest, die Quests. Ja, Leute. Ihr werdet gleich wieder ein Video von mir sehen. Und Leute, damit verabschiede ich mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.